Ich bin's, der David. Heute zeige ich euch mal, wo ich arbeite. Kommt doch mit rein. Guten Morgen, Ryan. Guten Morgen, David. Kann der Tag losgehen? Kann der Tag starten. Das ist übrigens der Ryan. Ryan und ich, wir kümmern uns gemeinsam um die Anliegen der Studenten bei der Sparkasse Nürnberg. Servus. Ich gehe ganz gern essen. Ich habe letztens erst in der Südstadt das Ramon entdeckt. Also wer gerne Tapas isst, ich kann es nur empfehlen. Ich spiele Eishockey in der Arena in Nürnberg, gehe des Öfteren tanzen, Salsa und ich bin auch ganz gerne mal im Kino. Das werde ich häufiger gefragt. Tatsächlich ist der Job sehr abwechslungsreich. Wir kümmern uns hauptsächlich um alle finanziellen Themen und Fragen der Studenten während der Studienzeit und auch danach. Wir arbeiten sehr eng mit den Universitäten und Fachschaften zusammen, zum Beispiel bei Infoveranstaltungen. Wir kümmern uns um die ausländischen Studenten, die jedes Jahr neu nach Nürnberg kommen. Und wir sind sogar daran beteiligt, die Produkte und Dienstleistungen unserer Studenten weiterzuentwickeln. Offiziell oder inoffiziell? Ich glaube, das war letztes Jahr im November. Ich war gerade im Nachtzug, im Schlafwaggon von Mumbai nach Goa. Ich habe mich mit dem Einheimischen unterhalten und dann kam das Thema Nahrung und dass die Europäer das indische Essen ja nicht so vertragen. Und er hatte mich gefragt, was ich denn in so einem Fall tue, wenn ich ins Krankenhaus muss oder zum Arzt muss, ob ich da abgesichert bin. Und er hat sich ziemlich für das deutsche Gesundheitssystem, aber auch die private Krankenversicherung interessiert. Und da habe ich ihn dabei ein bisschen informiert. Ah, ich habe Urlaub. Keine Ahnung, ich glaube, vielleicht will mich mein Chef loswerden. Ich habe mich schon immer für das Thema Finanzen interessiert und ich mag den Kontakt mit Menschen und hier kann ich beides kombinieren. Ganz gut. Bis auf ein bisschen Nackenstarre. Bisschen Muskelkater und das Knie tut dann auch noch ein bisschen weh. Zum Schluss haben sie mich ganz schön umgetackelt. Ich bin gespannt, was da noch kommt.